Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video, gleichzeitig auch zu einer neuen Reaction. Heute reagieren wir auf die Televoting von Eurovision Song Contest 2021. Hier seht ihr jetzt meine Top 5. Dann fangen wir mal direkt an. Now to the results from you out there, the public vote. All the points have been collected from across Europe in the same way as the national juries. Let's find out the winner of the Eurovision Song Contest 2021. Jetzt bin ich gespannt. And the United Kingdom gets from the public 0 points. We move on to Germany. Jetzt mal gucken, Deutschland. Germany has received from the public 0 points. Das ist richtig. I'm sorry. Ich habe gar nichts dazu. Moving on to Spain. Another 0 points. We move on to the Netherlands. 0 points. Norway. Norway, the public has given you 60 points. Ja, 60 Punkte geht davor, klar, von 0 auf 60. Aber ich bin schon richtig traurig, dass sie einfach nur 0 Punkte bekommen haben. Serbia. Jetzt bin ich gespannt. Serbia, from the public, you have received 82 points. Ja, es geht besser als 0 Punkte, ohne Witz. Aber die haben hundertprozentig viel mehr verdient. Albania now. Albania, the public has given you 35 points. 35 Punkte. Warte mal, warum haben die jetzt sich hier angezeigt? 35 points. Die haben jetzt einfach jeden angezeigt, die sogar 0 Punkte haben. Aber Albanien jetzt nicht, oder was? Next up is Azerbaijan. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Azerbaijan, you have received 33 points. Was? Guck mal, schon wieder haben die nicht angezeigt. Irgendwas haben die gegen uns, Alter. Einfach nur 35 Punkte, ne? Mehr nicht. Und ich weiß, die türkische Sängerin hat die sogar supportet. Die hat 10 Millionen Follower, ne? Und ein Typ, der hat auch 3,5 Millionen Follower. Wenn die schon die supporten und sagen, bitte votet Aserbaidschan, wir können ja nur 30 Punkte bekommen. Also irgendwas muss ja nicht stimmen, oder? Und ich glaube nicht, dass von 13 Millionen Leuten nur 30 Leute da voten. Weil das Lied war ja auch nicht schlecht. Das war einfach richtig gut, meiner Meinung nach. Und über 100%ig Top 5 und nicht hier, keine Ahnung, weiter hinten. Und ich finde es einfach nur unmöglich, dass sie nicht mal die Reaktion hier anzeigen. Einfach nur traurig, ohne Witz. San Marino. San Marino, you have received from the public 13 points. Oh, also 15. Die hätte ich mindestens Top 10 erwartet. Jetzt sind die hier, keine Ahnung, sehr weit hinten. Sweden, 63 points. Oh, geht. To Cyprus. Jetzt Zypern. Die sind aber auch Cyprus richtig gut. Cyprus has received 44 points. 45 Punkte einfach. Moldova, you've received 62 points. 62 Punkte. Besser als 0 Punkte und 30 Punkte, ne? Lithuania, 165 points. Alter. Guck, das meine ich. Hier von ganz unten direkt Dritter geworden. So wichtig können einfach Televoting sein. Belgium, you have received from the public 3 points. Israel, the public has given you 20 points. Finland. Also das Lied von Finnland war jetzt nicht mein Geschmack, aber das ging schon meiner Meinung nach auch ab. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel die bekommen. 218 points. Einfach 218 Punkte, aber die haben es wirklich verdient. Obwohl das nicht mein Geschmack ist, aber das ging schon ab, meiner Meinung nach. 218 Punkte, die haben jetzt einfach über 300 Punkte bekommen. Obwohl die weiter hinten waren, das meine ich.
received from the public 79 points. Let's move on to the Ukraine. Weil sie wurde auch richtig viel gehypt. Auch zu Recht, das Lied war auch schön. Die ist auf jeden Fall auch Top 5 bei mir. 267 Points! And that means... Einfach 267 Punkte. Und jetzt sind die weiter vorne. Einfach nur krank, ohne Witz. Aber ich fand es auch richtig gut. Also die hat es wirklich verdient. Russia. Jetzt bin ich auch gespannt. War auch Top 5 bei mir. Das war schon schön. Und aber die Kulisse war noch besser. Weil wegen den Menschen und so weiter. Das hat mir wirklich gefallen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie viele Punkte die bekommen. 100 Points. 100 Punkte. Aber ich habe wirklich viel mehr erwartet. Ich sag's lieber jetzt Top 3 gewesen. Oder halt wenigstens Top 5. Portugal, 27 Points. Bulgaria has received from the public 30 points. Iceland, 180 points. Einfach 180 Punkte. Guck mal, die sind jetzt viel weiter vorne. Einfach nur krass. Aber ich finde wirklich, jeder hat es verdient. Italy, get ready to receive 380 points. Einfach über 300 Punkte, jetzt sind die 500, keine Ahnung wie viele Punkte vorne. Italy is in the lead. Guckt euch mal diesen Unterschied einfach an. Wir sind hier zwar richtig knapp, aber hier auch nochmal 524, das ist wirklich viel. We move on to Malta. Jetzt bin ich wirklich gespannt, Cody hat schon über 200 Punkte bekommen. Also jetzt erwarte ich wirklich richtig viele Punkte. Das Lied einfach nur schön war. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. 47 Points. Was? Aber 47 Punkte nur. Einfach nur 47 Punkte. Ich habe wirklich über 100 Punkte oder 150 Punkte erwartet. Aber nicht 47 Punkte. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Irgendwas muss da nicht stimmen. Weil viele sagen auch, dass es wegen Politik ist und so weiter. Jetzt kann ich auch verstehen, warum Türkei seit 10 Jahren nicht mehr dabei ist. Weil die meinen, dass die Punkte halt ungerecht verteilt werden. Aber mehr würde ich dazu einfach nicht sagen. Einfach nur unglaublich, dass sie jetzt einfach weiter unten ist. Yes. To give you 251 points. Was? Und die hat jetzt fast 500 Punkte. Das ist auch sehr viel. Einfach 251 Punkte bekommen. Are you ready? Also es kann ja nur noch hier Italien oder Schweiz gewinnen. Also Schweiz braucht jetzt über 250 Punkte, um zu gewinnen. Switzerland has got 165. Also Italien hat jetzt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für Italien. Finde, wie gesagt, jeder hat es verdient. Schreibt unbedingt eure Favoriten in die Kommentare. Und schreibt unbedingt, wer eurer Meinung nach der Gewinner sein sollte. Oder wer es verdient hat. Dann würde ich sagen, das war's für mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.